Ja, doppelte Ehre an die Ältesten und Apostel von Great Millstone. Okay. Alle Ehre und Lob, Dank an Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Mukakudash. Okay, inspiriert tatsächlich durch ein anderes Video, was ich gesehen habe von einer eher dickeren Frau. Vielleicht kannst du dich erinnern. Auch auf TikTok habe ich das gesehen. Vielleicht hast du es auch gesehen. Also vielleicht weißt du, was ich meine. Und zwar eine Frau, die von ihrem Hund Kampfhund in dem Fall totgebissen wurde. Und die haben wir halt einen Husky. Beides, sag ich mal, jetzt keine Mini-Hunde, okay. Aber selbst ein Mini-Hund kann für ein Baby zum Beispiel tödlich sein. Für die dicke Frau da jetzt nicht, ja, aber du weißt schon, was ich meine. So, würde heißen, was ist passiert? Ein Hund, welcher ja zum Wolf zurückgeht, wie wir wissen, okay. Ist ein wildes Tier. Okay. Natürlich kannst du es zähmen. Aber um es kurz zu fassen, weil ich habe überlegt, was ich sage. Und naja. Also, was kam erst kürzlich von den Ältesten und Aposteln? Nochmal die Info. Einfach aufpassen, was du sagst. Und ja, tatsächlich, nach Überlegungen bin ich darauf gekommen, einfach zu sagen, es einfach so zu sagen. Ja, halt, Hundeflüsterer, ja. Also die meisten Menschen, die einen Hund besitzen, sind kein Hundeflüsterer. Okay, die sind, keine Ahnung, gibt es ja schon so Leute, die da ihr Leben lang nichts anderes machen und da wirklich, sage ich mal, wo du halt weniger Bedenken haben musst, okay? Aber wie gesagt, die meisten Menschen sind kein Hundeflüsterer und sowas gibt es sowieso nicht. Aber was ich meine ist, ein Hund kann aus irgendeinem Grund, sag ich mal, jetzt seine Natur so ein bisschen rauslassen, ja. Also es ist einfach, einigen wir uns einfach darauf, dass der Wolf ein Raubtier ist. Okay, das wäre erstmal so richtig. Okay, schau mal nach Deutschland, wo Wölfe, also Wölfe, die halt in der Natur auch aufwachsen. Okay, do you understand? Okay, Schafe reißen. Okay, deswegen ist da in Deutschland auch eine große Debatte. Sogar bei Markus Lanz vor kurzem eine ganze Debatte darüber, wie Deutschland das jetzt mit den Zäunen von den ganzen Bauern und so meistern kann, weil ein so ein Wolf 30 Schafe reißen kann, wenn er lustig ist, okay? Und dann zwei Wölfe erst recht und eine Wolfsfamilie irgendwo da draußen gibt es in Deutschland übrigens, weil sie geschützt sind. Der steht auch unterm Schutz und deswegen ist es auch so eine hitzige Debatte. Ja, was denkst du, was kann dann eine ganze Familie ausrichten? Also du weißt schon, was ich meine. Der Wolf ist an sich ein wildes Tier und nur weil er jetzt anders aussieht, ja, heißt es nicht, dass es an sich ein anderes Tier ist. Und was die Leute nicht verstehen, vor allem und die Heiden und auch zwei Drittel, okay, ist halt einfach, dass naja, eine Gefahr, die von einem Raubtier ausgeht, ist immer vorhanden. Also keine Ahnung, da siehst du Videos von Leuten, die mit Haien schwimmen und die Haie verhalten sich sehr klug, wirken, als wären sie, naja, als würden sie niemals einen Menschen attackieren und so. Also es mag schon alles sein und ich sag nicht, dass es passiert und so weiter und so fort, aber die Frage ist, sollte man seinen Säugling mit so einem Tier alleine lassen, so nach dem Motto, lassen wir es drauf ankommen, also muss das sein, bis wie weit vermeide ich etwas und bis wie weit nicht. Dann ist die andere Frage, braucht eine Frau, die selber nicht mal wahrscheinlich es schafft, genug Gassi zu gehen mit so einem Hund. Vielleicht war es ja der Grund, wieso der Hund sie attackiert hat. Okay, so wie die aussah, macht die keinen Sport. Naja, aber es ist alles fragwürdig, weil, also das sind so weitere Punkte, wo ich ansetzen würde. Leute, die einen Hund besitzen, gehen die genug damit Gassi. Ein Hund gehört nicht in eine Wohnung. Okay, es ist einfach so. Und das sehen die Leute einfach nicht ein. Ich möchte jetzt aber, wie gesagt, nicht auf das Thema so groß eingehen, weil es gibt auch Brüder, die haben einen Hund und die kümmern sich halt auch gut um den Hund. Darauf wette ich, ja, weil das ist halt einfach so, ja. Weil jemand, der in der TUF ist, der weiß, wie man sich halt, also wer sich um sich selbst kümmern kann, der kann sich auch um den Hund kümmern, okay? Und wenn ein Bruder in der TUF einen Hund hat, Maccabeum Spirit zum Beispiel,
glaube, es ist sogar ein ältester, hat GMS Maccabee in Spirit, hat auch einen Hund. Oder vielleicht war das auch nicht seiner, ich weiß es nicht, aber im Hintergrund hörst du da ab und zu mal einen Hund. Ja, da mache ich mir keine Gedanken, aber jetzt schau dir mal die Frau da an. Ja, und die hat dann einen Kampfhund. Wozu braucht die Frau jetzt so einen krassen Kampfhund, ja? Und wer weiß, wo die den her hat. Okay, dann ist es vielleicht noch ein aggressiver gewesen und sie dachte sich, ja, lass mal, den nehme ich einfach mit und zähme ihn ein bisschen. Also es ist, ich weiß es nicht, ja, ich weiß es nicht, wo man da eigentlich anfangen soll, weil einerseits denkst du dir so ein wichtiges Thema, andererseits soll ja jeder das Tier halten, was er halten will, ja. Gut, wir wissen, es ist halt nicht die Zeit für einen Hund, ja, vielleicht der ein oder andere Bruder hatte schon einen und will ihn nicht weggeben. Also das sind alles so Sachen, okay, wie gesagt, ein Bruder an der Tooth, dem traue ich sowas zu. Bei allen anderen Menschen, du siehst es ja, Familienhund beißt Baby, Ezra tot, Ezra, also ja, Ezra heißt sie halt. Ja, ich weiß es nicht, okay, ich weiß es wirklich nicht, wie verantwortungslos, okay, diese Welt eigentlich noch werden kann. Und ich sage nicht, dass die Besitzer von dem Hund jetzt unbedingt schuld sind, okay, das sage ich nicht. Aber die Frage ist halt allgemein, wie kann es, also du weißt schon, was ich meine, okay, sowas sollte eigentlich nicht passieren, okay, sowas sollte eigentlich nicht passieren. Und ja, dann haben wir den Fall, wie gesagt, mit der Dicken da, die von ihrem Hund, von ihrem Kampfhund, ja, tot gebissen wurde. Ja, aber auch, du hörst auch Stories von Leuten, die im Park spazieren gehen. Okay, ein Paar geht im Park spazieren und dann kommt da so ein Kampfhund entgegen auf dem Waldweg oder auf dem Weg und der attackiert jetzt das Paar. Ultimativ wissen wir, dass es alles durch Jaoba, Shemiao, Shai passiert. Okay, the beast of the field shall be in team with you, in league with you, Entschuldigung. Also die ganzen Tiere und so werden mit uns in einer League sein. Würde heißen, was ein weiterer Punkt ist, weswegen ein Bruder in der Tooth, der vielleicht schon einen Hund hatte oder wie auch immer, ja, weshalb ich solchen Leuten etwas zutraue, das zutraue, okay, in diesem Belang, aber anderen Leuten halt nicht. Wir wissen durch die Bibel, wer Gefahr liebt, der soll darin sterben. Okay, das sind jetzt schon zwei Bibelverse, die ich, also roughly paraphrasing, mehr oder weniger, aber die halt tatsächlich exakt so drinstehen. Okay, und wenn du dann irgendeine Frau auf TikTok hast, die dann ein Video hochlädt von einem Alligator, den sie als Haustier hat, da fragt sich auch, wann will die den weggeben? Will die den überhaupt weggeben? Ja, nein, du kannst keinen Alligator in der Badewanne zu Hause halten. Okay. Also es ist schon sehr fragwürdig. Dann so teilweise so Riesenkatzen, wo du auch nicht mehr wirklich weißt, was wollen die eigentlich mit so einem Tier zu Hause? Okay? Was wissen die eigentlich, wo so ein Tier ja halt hingehört? Okay, ein Tier gehört auch. Da sind wir wieder beim Thema Zoo. Soll es Zoos geben? Soll es keine geben? Okay, und das ist eigentlich alles gar nicht unser Concern. Okay? Das ist eigentlich gar nicht unser Concern. Aber sowas hier im Kinderbettchen, okay, also ich weiß ja nicht, okay, sowas sollte halt, wie gesagt, eigentlich, sollte halt eigentlich nicht sein. Der Hund, also wir legen einfach mal so ein paar Kommentare ein, der Hund war 8 Jahre, die Nummer 1, er hat bestimmt das Baby als Konkurrenz gesehen und gemerkt, dass er nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt. Aha. Instinkttiere, So ein Ever fing meiner Kleine an zu krabbeln, fing der Hund an, ihn zu beißen. Jetzt ist er bei meiner Mutter. Als der Kleine anfing zu krabbeln, fing der Hund an, ihn zu beißen. Also, es ist schon sehr fragwürdig, okay, wie gesagt, Hunde im Allgemeinen, was die teilweise für, du weißt ja nicht, was den Tieren da durch den Kopf geht und so, ja. Und, du musst halt immer damit rechnen, sagen wir es mal so. Und wieso solltest du es jetzt darauf ansetzen und da jetzt deinen Neugeborenen da jetzt da so extrem da jetzt es drauf ansetzen, okay? Das ist schon sehr, sehr, sehr fragwürdig. Man fragt sich wirklich, mache ich sowas, wenn ich einen Neugeborenen habe, so da einfach so ein, ja, weiches Ding auch, okay? So da einfach so auf. Also, ja.
wie gesagt, ich weiß nicht, anfangen soll und wo ich aufhören soll. Wir wissen jedenfalls, dass die Welt keine Verantwortung hat, sei im Leben noch in solchen Belangen. Ja, also grundsätzlich kannst du den Leuten einfach keine Verantwortung überlassen. Okay, dann in der Arbeit, was ist kleines Zeugnis? Okay, einer Kollegin von mir wurden 800 Euro geklaut, mal ebenso. Okay, weil sie es nicht geschafft hat, ihren Schrank zuzumachen. Ja, und dann ist dann dieselbe, die mich fragt, wieso ich zweimal die Tür zuschließe, da wo es halt zu den Fächern geht. Okay, man fragt sich halt schon, naja, also entweder... Ja, und das ist halt auch das mit Frauen teilweise, careless women, okay, aber es gibt auch careless Männer, okay, und das hier mit dem Hund, das wird ein Mann oder eine Frau sein, wir wissen es nicht, aber careless woman denkt nicht, dass es nur über Frauen spricht, okay. Naja, wenn ich zweimal zuschließe, dann, weil mein Schließfach, okay, es ist eine Sache, durch die Tür zu kommen, weil vielleicht irgendwie, okay, also das Hindernis, die Tür ist eine Sache, da kommt man vielleicht rein. Dann ist da aber nochmal das Schließfach, was nochmal zugesperrt ist. Jetzt dachte sie vielleicht, ja gut, die Tür, auch wenn da mal ab und zu jemand reinkommt, okay, so eine Art 50-50-Chance, braucht man nicht zusperren, so nach dem Motto, ne? Also mein Schließfach brauche ich ja nicht zusperren, weil die Tür ist ja da und so. Und wenn aber die Regel ist, zweimal zuzusperren, und du da 800 Euro mit dir auch noch trägst, ist halt die Frage, wieso sperrst du dann einfach, wieso, also wenn das sowieso schon Leute machen, zweimal zusperren, einfach um sicher zu gehen, weil halt Kunden auch in dem halt da laufen und da halt niemand ist oftmals, oder es einfach Leute, wir wissen, wir leben in einem korrupten System, was die Leute halt einfach auch nicht verstehen, weil sie viel zu naiv sind. Es kann auch ein Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin auf die Idee kommen, dir was zu stehlen. Und das Interessante daran ist, dass die sich ja nicht erwischen lassen wollen. So, würde heißen, und ich habe sogar heute erfahren, dass es da sowieso eine mal gab, die tatsächlich einfach kassiert hat und das Geld eingezogen hat. Und dann gibt es da irgendeinen Trick wahrscheinlich mit dem Wechselgeld und sowas. Und es gibt genug Tricks und es gibt jeden Tag Millionen neue Tricks, okay? Also die Menschen sind kreativ, wenn es um Wickedness geht. Das wissen wir auch aus der Bibel, okay? Und das wissen wir auch so aus unserem Leben. Da kann jeder Bruder ein Lied von singen, okay? Und auch die wenigen Schwestern. Also was will ich damit sagen? Wenn du 800 Euro mit dir trägst, was in ihrem Fall der Fall war, ist dann die Frage, wenn es sowieso Leute gibt, die da doppelt zusperren die Tür, weil, na, vielleicht hast du aus Versehen das Schließfach offen gelassen, was hinter der Tür ist. Und wie auch immer, ja, ist es gang und gäbe, da einfach zuzusperren. Wieso dann nicht einfach zusperren? Oder, also wie kann es sein, ja, dass da 800 Euro entwendet wurden? Das ist halt die Frage. Aber ich fand es halt ganz interessant, weil kurz danach hat sie mich gefragt, wieso ich die Tür immer doppelt zusperre. Andere sperren, glaube ich, einmal zu. Oder manche sperren auch zweimal zu, das bleibt dir überlassen, aber es ist halt kein Act, einfach nochmal eine Umdrehung mehr mit dem Schlüssel zu machen und einfach auch nicht so viel Bargeld dabei zu haben. Es kann sein, ausnahmsweise, okay, aber die Frage ist die, ihr wurden 800 Euro geklaut, okay, gerade da hatte jemand Zugang zur Tür und auch noch zu ihrem Schließfach und genau an dem Tag hatte sie 800 Euro dabei. So, das sind schon mal drei sehr, 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 sehr dumme Zufälle, findest du nicht? Okay, dann hätten wir das geklärt. Wir belassen es einfach dabei, okay? Und ja, das ist halt das, was ich meine mit Verantwortung, ja? Wie war das wohl mit dem Hund hier, ja? Unser Neugeborenes schläft da jetzt. Hier steht auch nichts Genaueres dazu. Aber schau mal, das ist halt ein Neugeborenes, okay, ja, der Husky, keine Ahnung, die haben den vielleicht erst seit einem Jahr oder sowas, ja. Also, man weiß es nicht. Aber es gibt einfach Sachen, da ist man vorsichtiger und es gibt Sachen, da ist man halt weniger vorsichtig. Im Insgesamten wissen wir natürlich, dass Satan uns alles erschwert, egal um was es geht. Okay, aber wir wissen immer, dass die Hauptsache ist, wir sind in der Truth, also wir bleiben in der Truth und wir sehen die Dinge halt nicht als selbstverständlich, sagen wir es mal so. Okay.
Naja, was soll ich sagen? Wir gehen einfach mal in ein paar Scriptures rein und ja.